Dietmüller ist heute elektrisch unterwegs. Denn auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es längst auch strombetriebene Autos. Aber was taugen sie? Und worauf muss man achten? Ja, hoppla, jetzt geht er aber richtig zur Sache. Hier, hier, oh, hohoho, zack. Gebrauchtwagenexperte Dietmüller zeigt, welche Modelle es für welchen Geldbeutel gibt. So, was ist heute Phase? Kleines Geld, mittlere Gage und schweres Geld in Sachen gebrauchte E-Fahrzeuge. Wo checke ich ein in drei Preiskategorien? 20, 15 und 10. Mal sehen. Los geht's mit dem VW e-Golf für knapp 20.000 Euro und einer Reichweite laut Hersteller von 200 Kilometer. Jetzt habe ich einen Termin mit Elektro-Ivan. Und da ist er. Ivan im e-Golf. Det, moin. Moin. Hi. Ivan, freut mich sehr. Moin, moin. Dieser e-Golf ist Baujahr 2015. Optisch unterscheidet er sich bis auf die Zierleisten und den Elektrostecker kaum von seinen Verbrennerkollegen. Die Akkus sind platzsparend im Boden verbaut und im Preis inbegriffen. Die Daten: 116 PS und knapp 50.000 Kilometer auf der Uhr. Neupreis 2015 rund 40.000 Euro. Wert heute nur noch die Hälfte. Gehen die Dinger gut? Ja. Ja? Ja. Verkaufst du einem Jahr? Nein, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Was für eine Reichweite haben wir? Sind das 200 Kilometer, 300 Kilometer oder wie weit kommt der überhaupt mit einer kompletten Spannung? Also angegeben ist er mit 200. 200 Kilometer schaffe 200 Kilometer, ja. Da muss ich cool fahren. Cool fahren, sparsam fahren, vorausschauend fahren. Ansonsten ist bei 100 Schluss. Bisschen, bei 100 nicht ganz, 140. Der Betrieb von Klimaanlage oder Sitzheizung drückt die Reichweite enorm. Wie lange brauche ich, bis das Ding wieder voll ist? Circa bei einer 230 Volt Steckdose 13 Stunden. 13 Stunden? Korrekt. Wenn ich zu Hause lade? Ja. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Richtig, da gibt es die Schnelllade. Stationen, ja. Da ist es innerhalb von einer halben Stunde bis zu 80% geladen. Okay, das hört sich vernünftig an. Doch dann sinkt in der Praxis auch die Reichweite auf weniger als 120 Kilometer. So, Ivan, Hubraum? Null. Genau. Leistung? Leistung, der hat 85 kW, sind 116 PS. 116 PS. Worauf muss ich hier achten? Wo sind die Schwachstellen? Also Schwachstellen an sich gibt es eigentlich bei diesem Auto keine. Es gibt keine Schwachstellen. Nein, warum auch? Na ja, mit der Zeit verlieren die Akkus wie beim Smartphone an Leistung. Aktuell kostet ein neuer Satz beim e-Golf 6.000 Euro plus Einbau. Aber VW gibt wie die meisten Hersteller 8 Jahre Garantie auf die teuren Akkus. Bei Dietz Golf ist also noch 4 Jahre Ruhe. Ich kaufe mir jetzt einen Gebrauchten, so einen Elektroflunik. Und dann, ja, ist die Batterie K.O. oder hält sie noch lange? Das kostet mich doch Unsummen nachher, wenn die kaputt ist. Korrekt. Aber wir machen so einen Prüftest. Also wir können das auslesen? Natürlich. Also das ist Pflicht. Wer sich für sowas interessiert, bitte, bitte, bitte immer abchecken, gucken, wie ist die Kapazität, haut das noch lange hin, muss ich nachinvestieren, dass ich was in der Hand habe. Wie viel Akkuleistung bietet der elektrische Golf nach 4 Jahren? Mechaniker Markus verbindet sein Testgerät mit dem sogenannten Onboard-Diagnosestecker des Golf. Erster Check, die Elektronik. Motorelektronik. Sauber, sauber, sauber. Wir sehen nichts Rotes. Das heißt, der Wagen ist gesund und fit. Ich danke dir. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Haben die Akkus nach 4 Jahren noch genug Saft? Sind wir noch auf 100%? Wir sind ungefähr jetzt bei 95%. 95. Also das kann man sagen. Ja. 10, 12 Jahre hält die Batterie. Da gibt's keinen Stress. Hier keine Fehlermeldung. Kapazität ist gegeben. Wenn ich jetzt eine Energierückgewinnung habe, ne, gehe ich ja vorne hauptsächlich in den Anker. Was ist hinten mit der Bremse? Hinten die Bremse wird halt relativ wenig benutzt und dadurch kann es natürlich auch vorkommen, dass es dann halt leicht anrostet. Ja. Wie sieht es mit der Bremsanlage aus? Natürlich wird sie hier beim e-Golf mehr geschont. Wir haben eine Energierückgewinnung, nimmst einen Fuß vom Pedal, bremst du automatisch ab. Da wird die Bremse gar nicht so belastet. Aber aufpassen, hinten zum Beispiel, extremer Verschleiß? Nein, vergammelt. Die vergammelt, die wird nicht genutzt. Und was du nicht bewegst, wird irgendwann fest. Das ist das Problem. Kann Det wegen der verrosteten Bremsen den Preis des Golf drücken? Knapp 20.000 Euro will Ivan noch haben. Sag mal, Ivan, kannst du mir preislich da was machen? Ganz schwer. Ja, was, kriegst du 19 hin? Nein, 19 nicht. Wieso? 19 nicht, weil er ganz knapp kalkuliert ist. 19 glatt, ne? 9 zu 5. Der liegt jetzt hier unter 20. Ich habe jetzt hier keine Beule feststellen können. Der präsentiert sich doch fast wie ein neuer. 4 Jahre alt, kostet die Hälfte. Original 40, jetzt knapp 20.
Der Wertverlust bei E-Autos ist dem von Verbrennern vergleichbar. Worauf achtet Det jetzt auf der Probefahrt? Lobenswert ist hier natürlich Verarbeitung und Ausstattung. Und natürlich Durchzug, permanentes Drehmoment. Ich trete drauf, boah, zack, da geht er. Da passiert hier richtig was, ne? Im Unterschied zum Verbrenner steht das volle Drehmoment von Anfang an zur Verfügung. E-Autos beschleunigen deshalb extrem schnell. Aber das hat seinen Preis. Vergleichbare Golf mit Diesel oder Benziner kosten auf dem Gebrauchtwagenmarkt saftige 8.000 Euro weniger. Andererseits kostet es natürlich auch Verschleiß in Sachen Reifen, ne? Weil er halt sich so richtig in Asphalt kneift. Ja, das musst du wegstecken. Er gibt dir was, aber er ist wertstabil, guter Gegenwert. Weitere Vorteile von E-Autos? Ein Ölwechsel fällt weg, das ewige Damoklesschwert namens Zahnriemen auch. Der Auspuff kann ebenfalls nicht mehr durchrosten. Pro Jahr sind bei einem Verbrennergolf immerhin 720 Euro an Wartung und Reparaturen fällig. Doch einen entscheidenden Nachteil gibt es beim elektrischen Brudermodell. Vollgeladen 200 Kilometer, ne? Ja, und jetzt habe ich die Klimaanlage eingeschaltet, trete ein bisschen drauf, zack, jetzt bin ich schon bei 128. Ja, wie soll das denn weitergehen? Da ist doch kein Termin zu halten. Wer weiterreisen will, muss Schnellladesäulen reservieren oder sogar Hotelübernachtungen einplanen. Längere Touren sind daher eher was für Idealisten. Aber E-Autos sind perfekt für Pendler. Wer zu Hause oder im Job laden kann und kein Laternenparker ist, sollte mal über einen Stromer nachdenken. Denn neben VW haben auch andere Hersteller durchaus hübsche E-Autos. Aber nicht nur in Germany wird auf Elektriktrick gesetzt. Nein, auch der Italiener hat sich drauf eingeschossen. Fiat 500. Deutlich günstiger. Der Fiat 500e für 15.000 Euro und eine Reichweite laut Hersteller von rund 140 Kilometern. Ein E-Golf für knapp 20 habe ich schon mal klar. Aber jetzt ein E-Schlitten für 15, das wird schwieriger. Det, moin. Hi, moin. Drago. Drago, was hast du hier für Monsterkanonen? Ja, ein bisschen was zusammengesammelt. Hier was Schönes, Altes. Ja, und dann machst du auch auf Elektro? Das ist ein Pilotprojekt und da probiere ich mich gerade durch. Ja, ja, dann glaube ich. Komm. Dieser 500e ist in Deutschland noch ziemlich selten. Grund? Er wird ausschließlich für den US-Markt gebaut. Nach Deutschland holen ihn nur Importeure wie Drago. Neupreis ab 30.000 Euro inklusive Akkus. Die Daten. Baujahr 2016, Kilometerstand 33.000, Leistung 113 PS. Bist du Elektro-Fan oder was? Ja, so mit dem ja, mittlerweile schon. Mittlerweile schon? Ja, vorher ehrlich gesagt nicht so, aber seitdem ich den gefahren bin, ist das echt ein tolles Auto. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist der elektrische 500er schon zu finden. Die Preise beginnen bei 13.000 Euro. Wer mit leerer Batterie liegen bleibt, muss eins beachten. Du darfst dein Elektrofahrzeug gar nicht abschleppen. Den besonders nicht. Nein, das steht in der Betriebsanleitung auch drin, dass du die Fahrzeuge an der Antriebsachse hochheben musst oder ja, komplett aufs Fahrzeug drauf. Das ist wichtig, weil wenn man das macht, was leidet? Getriebe geht K.O. oder was passiert da? Das Getriebe geht kaputt und natürlich auch nicht gut für die Batterien und die Akkus, ja, die da verbaut sind. Also das Elektrofahrzeuge immer auf den Sattelschlepper. Immer auf den Sattelschlepper oder die Vorderachse zumindest aufgepumpt. Doch wie schaut's unter der Haube aus? Wer vorne einen zweiten Kofferraum erwartet, liegt leider falsch. Bordelektronik, Steuergerät und Batterie quetschen sich in den Motorraum. Die Akkus sind im Unterboden. Ein Pluspunkt des amerikanischen Italieners? Was ein Highlight ist natürlich, die Batterien sind flüssigkeitsgekühlt. Das heißt, die werden beheizt und gekühlt, die Akkus. Beheizt und gekühlt. Im Winter kriegen sie ein bisschen mehr Wärme. Richtig. Und im Sommer die Kühle, damit er die Energieleistung natürlich immer parat hat. Grund? Akkus sind kälte- und hitzeempfindlich. Nur in einem schmalen Temperaturbereich zwischen 15 und 25 Grad arbeiten sie optimal. Zellen wiegen auch. Das Kampfgewicht von dem Wagen ist? 1365 Kilo. Oh, das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig, aber man merkt sie nicht wirklich. Dadurch, dass der Schwerpunkt ziemlich weit unten ist mit dem Akkus, ist er halt in dem Sinne flott und man merkt es nicht wirklich mehr, weil wenn man gute Reifen drauf hat, dann hat er auch den Grip, den er in der Regel benötigt. Niedriger Schwerpunkt ist gleich gute Straßenlage. Selbst bei einem Auto mit Frontantrieb, den Det als Frontkratzer bezeichnet. Wenn du dich schon länger mit diesen E
500, 400, ja. 500 beschäftigst. Ne? Wo leidet er? Haben wir Probleme mit der Bremsanlage? Mhm. Wo haben wir Probleme? Wo knickt er ein? Wo muss ich drauf schauen? Ich merke nur, dass die Antriebsachse vorne sehr belastet wird. Aha. Sprich, die Reifen werden drunter leiden, definitiv. Reiner Frontkratzer? Reiner Frontkratzer. Okay. Und das wirklich bis zu 30 km/h teilweise. Also der dreht halt meistens nur durch, wenn man ihm die Sporen gibt. Also ein paar Gummis brauche ich immer? Definitiv, die vorderen. Okay. Und Bremsen, ganz normal, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, alle 4 Jahre mal tauschen. Aber der italienische US-Import hat einen entscheidenden Nachteil. Durch den Import erlischt die Herstellergarantie auf die Akkus. Normalerweise. Die Garantie können wir mit einschließen. Unsere Garantiegesellschaft bietet es mit an. Und von dem her sind wir auf der Sache safe. Streiken die Akkus, wird der teure Austausch also übernommen. Jetzt hier als E-Auto, ja, hat er jetzt, glaube ich, eine Nische gefunden, ne? Und macht dann ein Scheinchen. Kriegt sie gut gebraucht, sollen ja robust sein. Und hier gibt es wohl eine Nachfrage, die größer ist als das Angebot. Also kannst du was gut verkaufen. Dann gebe ich dir 14 Mille für das Teil, weil er hier schon eine kleine Macke hat, ne? Hier, da. Und dann sind wir quitt, oder wie siehst du das? Nicht ganz so. Ich hätte gesagt, entweder mache ich die Felge, bereite ich sie dir auf. Aber so bei 15 würde ich mich dann auch zufrieden geben. 15 ist der Ofen aus, bei 15 geht er hier raus. So ist es, gut. Mit den Macken. Da ist ja schon mal ein Wort. Jetzt will ich auch mal fahren. Dass es den kleinen Elektroflo ausgerechnet im SUV-verliebten US-Markt und nicht in Europa gibt, hat einen einfachen Grund. Nur wenn Fiat auch ein elektrisches Modell im Angebot hat, ist der Verkauf von Verbrennermodellen in den USA überhaupt gestattet. Doch eine gute Nachricht gibt es. Offiziell soll es den 500e ab 2020 in Deutschland geben. Aber wie fährt sich der endrohrlose Fiat? Kleinwendig, Modell Elektroflo und dann mit diesen sportlichen Applikationen, das verstehe ich schon. Für eine Stadt ist das Ding in Ordnung. In den USA hat er sich halt nicht so sehr bewährt, weil er einfach nicht für unendliche Weiten geeignet ist. 140 Kilometer theoretische Reichweite ist halt auch eher etwas für die Stadt. Und nichts, um von New York nach San Francisco zu fahren. Ja, er macht schon Spaß und für 15 Mille hätte ich jetzt diesen im Sack. Fazit 500e? Ein flotter Geselle mit eher begrenzter Reichweite. Aber einen hat Det noch. Aber jetzt wird's hart in Sachen Smart. Für unter 10.000 Euro auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es den Smart Electric Drive. 125 Kilometer Reichweite bringt der Mini-Zweisitzer mit. Jetzt bin ich hier im tiefsten Bayern. Ich glaube, wir müssen gleich mal ein paar Sprachbarrieren überwinden. Und vielleicht gibt's den hier auch für einen knappen Zehner. Dieser Elektrosmart ist Baujahr 2013. Insider wissen, die grünen Bodypanels verraten den E-Antrieb. Die Eckdaten: 6 Jahre alt und nur 14.000 Kilometer auf der Uhr. An Bord 48 elektrische PS. Die Besonderheit am Smart: die Akkus sind nur gemietet und die kosten 65 Euro pro Monat. Moin, moin. Ich bin's, der Det. Servus. Du bist der Hans. Der Hans, und macht, der Hans macht hier in Motoren, du machst hier in Stahlbau oder was läuft hier? Ja, alles so, kreuz und quer. Und jetzt bin ich bei dir. Genau. Jetzt will ich das Ding mal angucken. Dann schauen wir mal. Jawohl. Sag mal, Hans, wie weit kommst du denn damit? Also, wenn der Akku voll geladen ist im Sommer bei normalen Temperaturen lässig 125 Kilometer. Im Winter wird die Leistung natürlich etwas mäßiger, wenn der Akku ganz kalt ist. Dann bist du unter 100. Dann bist du ordentlich unter 100. Auch bei diesem frühen Exemplar von 2013 gibt es eine Schnellladefunktion. Aber ob die ihr Geld wert ist? Er lädt grundsätzlich in der langsamen Stufe. Und wenn man da drückt, dann ist die Schnellladestufe ist bei dem Fahrzeug mit dem Baujahr aber immer noch bei ca. 5 Stunden. 4,5, 5 Stunden, bis er voll ist. Moment. Schnellladen? Wenn er ganz leer ist, bis er voll ist, 4, 5 Stunden. Ey, das ist ja nicht Schnellladen. Das ist doch. Das ist nicht der große Reißer, da brauchen wir nicht diskutieren. Und hast du Sitzheizung? Nein, hat er nicht. Hat er gar keine Extras? Nein, der hat ziemlich wenig drin. Aber außer Fensterheber. Und Fensterheber elektrisch und dann war es das. Und eine Kapelle hast du. Ja, Klima. Ein bisschen, Klima. Genau. Wenn du Klima anmachst, jetzt haben wir so 30 Grad, dann machst du Klima an, dann bist du nicht mal bei 125 Kilometer Reichweite. Das kannst du dann beim Fahren, wenn du auf die Reichweite guckst, ich will nicht bleiben. Und schaltest die Klimaanlage ein, dann fällt sofort die Kilometeranzeige für die Reichweite zusammen. Okay, dann muss ich mir das nächste Häuschen suchen, Klingeling, ich bin's, ne? Sag mal, so ist das. Entschuldigung, so ist das halt. Ich habe ein Problem. Darf ich bei dir mal eine Dose? Ja, so ist das halt. Genau. Okay, habe ich verstanden. Wie beim Verbrenner Smart sind Motor und Bordelektrik im Kofferraum. Die Akkus hingegen, wie bei den anderen E-Autos, im gesamten Unterboden.
Für Autoexperten wie Det ist der e-Smart allerdings ein bisschen langweilig. Denn unter der Haube gibt es wenig zu entdecken. Schau mal. So, was sehen wir? Hier hast du noch nie in deinem Leben runtergeguckt. Hat noch nie was gefehlt. Er war einmal in der Werkstatt beim Anschauen, beim Checken und das hat gereicht. Die hat's gereicht. So, hier haben wir dann einmal Scheibenwischwasser, ne? Was haben wir da noch? Das ist von der Bremsflüssigkeit. Dann haben wir hier dann noch mal. Das ist der Klimakühler. Auch der e-Smart bremst vor allem mit dem Elektromotor. Der wird beim Bremsen zum Generator und speist Strom zurück in die Akkus. Der Nebeneffekt: Die Bremsscheiben verweisen. Wenn du hier vom Gas gehst, bremst er automatisch ab. Die Bremse vom Smart, auch beim Verbrenner, ist eh schon ziemlich gut gewesen. Geringer Verschleiß hält lange durch. Hier wird sie so gesehen gar nicht mehr gefordert. Dementsprechend fängt sie an zu rosten. Also man muss ihn ab und zu mal freibremsen, damit er nicht vergammelt, ne? Und der Preis für den 6 Jahre alten Smart? Jetzt hast du damals, vor 2 Jahren, hast du 8 Mille gelegt, oder was? So circa, ja, genau. Aber jetzt willst du weniger haben? Ach, die 8 möchte ich schon wieder haben. Ja, aber drunter gehst du nicht? Muss nicht sein, Dingi. Muss nicht sein. Die kriegen wir schon. Ich check mal ein. Alles klar, danke. Schlüssel für dich. Ich komme aber wieder, ne? Das wäre nett von dir. Ich bremse ihn dir erstmal frei. So machst du das, alles klar. Fährt sich der Elektro-Flo noch wie am ersten Tag? Ja, hoppla, jetzt geht er aber richtig zur Sache. Hier, hier, oh, hohoho, zack. Und jetzt sauber in den Eisen. Ja, der muss freigebremst werden, der wird hier zu wenig genutzt. Ein Hingucker im Smart, das Mäusekino, das über den Energiefluss Auskunft gibt. Ja, hier haben wir natürlich auch schön die Anzeige, kann man da vorne gleich sehen. Aha. Ich beschleunige, zack, jetzt komme ich in den roten Bereich. Nein, geh runter vom Gas und jetzt lädt er auf. Na gut, verarbeitet ist er. Hier rödelt nichts, hier klappert nichts. Das Ding hat 13.781 Kilometer auf der Uhr. Das ist ja nix. Der Smart ist zwar schon älter, aber jungfräulich in puncto Laufleistung. Auch die Akkus gehen nach 6 Jahren immer noch nicht in die Knie. Reichweite unverändert 125 Kilometer. Dieser e-Smart ist rein für die Stadt. Die Reichweite ist einfach zu gering. Du musst auch Zeit haben, wegen der Ladung. Dementsprechend brauchst du wieder ein anderes Fahrzeug, um mobil zu bleiben. Fazit: Ein Verbrenner verbraucht auf 100 Kilometer Kraftstoff für ca. 10 Euro. Ein E-Auto nur 3,50 Euro Strom. Aber man darf sich von den niedrigeren Unterhaltskosten aus Wartung, Reparaturen und Steuer nicht blenden lassen. E-Autos sind teuer. Deshalb sind Gebrauchte eine gute Wahl. Ja, was haben wir heute wieder festgestellt? Aktuell gibt es den E-Golf für 19,5, den E-Fiat 500 für 15 inklusive einer Gebrauchtwagengarantie und den Smart für 8 Mille. Aber aufpassen, man muss die Akkus noch mieten. Und da muss man jetzt entscheiden, was man will. Noch ist der Markt für gebrauchte Stromer überschaubar. Gebrauchte Elektroautos sind deutlich billiger als neue, aber deutlich teurer als Verbrenner. Grundsätzlich gilt: Unbedingt die Ladekapazität der Akkus testen lassen, und zwar vor dem Kauf. Denn wenn die im Eimer sind und die Garantie vorbei ist, wird es sehr teuer. Es sei denn, sie sind wie beim Smart nur gemietet.